Einen wunderschönen guten Morgen, ladies and gentlemen. Mein Name ist Trixie und willkommen zurück zu einer neuen Folge House Flippers. Es wurde mir wieder Zeit zu renovieren, dachte ich mir mal so. Also, legen wir direkt mal los hier und machen uns direkt an die Chose hier. Ich würde sagen, wir nehmen das zweite Bad mal hier. Guten Tag, ich habe ein Großhaus gekauft, doch ein zweites Bad ist dringend angebracht. Ich habe das erst nach einer Woche gemerkt und weiß, dass ich es jetzt länger nicht aushalte. In der Küche ist ein Raum, der sich dafür ideal geeignet. Da müsste sogar alle Anschlüsse sein. Ach ja, die Wände in den Schlafzimmern müssten auch gestrichen werden. Okay, machen wir. Das ist ja wohl kein Problem. Man kann nicht zu viele von Audioanlagen und Fernsehern haben. Na, mit den Audioanlagen kann ich mir gut vorstellen, aber mit Fernsehern, ich weiß ja nicht. So viel muss es auch nicht. Wir haben einiges zu tun hier, wie ich sehe. Gut, gucken wir mal. Was müssen wir hier machen? Hier ist irgendwas rot. Modifiziere die Wände. Okay, dann machen wir die Wand also weg auf Deutsch. Dann wird das gemacht als erstes. Und zack. Und wupp. Und wupp. Ich liebe das. Einfach mal schön draufhämmern. So wie es sich gehört. Wir sind schön weg. Wow. Ich habe keinen Bock, dass ich die Dinger auf den Kopf bekomme hier. Ja. Okay, einfach weggeploppt. Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, das wird mir jetzt auf den Kopf bekommen. Das muss ja nicht wirklich sein. Ja. Dann nochmal da oben. Dann hätten wir das auch erledigt. So. Gut. Die Tür können wir direkt verkaufen. Tschüss, weg damit. Dann sollen wir das einreißen. Okay, machen wir ebenfalls. Zum Glück müssen wir jetzt nicht hier putzen und aufräumen. Da bin ich echt rot drum, Leute. Dass wir das nicht machen müssen. Und wenigstens das erspart uns. Und die Putzfrau kann jetzt aufräumen, nachdem wir fertig sind. Hahaha. Diesmal müssen wir nicht aufräumen. Ja. Huch. Ist die Wand aber weggebröselt. Okay. So. Aua. Voll auf den Schädel. Tja, was sagt uns das, Kinder? Immer einen Helm anziehen, immer einen Helm anziehen. Besonders bei solchen Arbeiten. Okay, wäre das erledigt, oder? Ich denke mal schon. Gut, die Tür kann dann weg. So, dann wäre das verkauft. Sorry, ich hätte gerade einen Anruf gehabt. Und da bringt jemand den Müll raus gerade. So, was müssen wir jetzt machen hier? Drei Gegenstände entfernen. Ja, das ist ja kein Problem. Dann nehmen wir das weg und was kann man noch wegmachen hier? Hier ist ja nichts mehr. Die Heizung bestimmt nicht. Die Tür auch nicht. Spiegel. Ach so, anbringen. Ups. Okay, hier müssen wir jetzt eine Dusche montieren. Da machen wir die Dinger auf. So. Flupp. Okay, hier gibt es übrigens den neuen Fliesen. Voll geil. Dusche. Zack. Einmal gekauft. Und einmal montieren, bitte. So. Zack. Ist ja einiges zu machen hier. Wupp. Einmal rum. Oh Gott. Ich sehe nix. Was müssen wir machen? Ah ja, das war's, genau. So, den Deckel drauf. Jetzt aber. Okay, gut, gut, gut. Was ist ein Gefummel hier gerade? Ich sehe mich nicht viel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell mal dran, Mann. Hab schon eine kleine Beschwemmung verursacht hier. Naja. Stimme gibt's Schlimmeres. Oh, meine Augen. Gott, wo muss ich denn hinklicken hier? Ich sehe gar nichts, Leute. Hilfe. Gott sei Dank ist das Ding fast fertig. Bin ich echt froh drum. Oh, Gott sei Dank. Hat eine Aktion hier. Nein, jetzt komme ich nicht mehr raus. Oh, Gott sei Dank. So, dann wäre das also erledigt. Okay, was müssen wir jetzt machen? Ein Spiegel müssen wir gleich anbringen. Okay, machen wir später. Toilette. Machen wir erstmal eine Toilette dran. Toilette. Toilette. So.
Notieren. Das haben wir ja rucki-zucki gemacht. Im Gegensatz zu dem Duschteil hier. Das war ja echt schrecklich. Was können wir hier machen? Spülbecken. Okay, machen wir das Spülbecken gleich dran. So. Waschbecken. Wo bist du? Klack. Das ist ja Kinkerlitzchen für uns hier. Und der fehlt schon wieder, der Trixi. Ja. Zack. Zack. Flup. Einmal festmachen. Da ebenfalls. Gleich spielen von vorne. Nachkommen. Ist gut. Oh, kommt dran und dran. Ja. Das Ding dran. Jetzt kommt noch das Teil und die komischen Rohre. Inklusive Endstück. So. Ach, Gott sei Dank. Gut, dann machen wir noch einen Spiegel hier dran, würde ich sagen. Spiegel. Müssen wir dann doch unter alle gehen. Schade. Spiegel. Da haben wir einen Spiegel. Wird gekauft. Oh Gott, ein Monster. Ist nicht ganz in der Mitte. Wir möchten es ja schon in der Mitte haben, bitte. Okay, jetzt wollt ihr Fliesen haben von mir. Und zwar grau. Okay. Sind das Wand oder Boden? Wandfliesen. Wandfliesen. Gehen wir mal grau an. Das sind die, ja. Die brauchen wir. Bitteschön. Und dann müssen wir den hier nehmen. So, wenn wir jetzt mal überall Fliesen dran batschen. So wie der Herr das haben wollte. Ja, das sind die richtigen. Okay. So, hat man ein bisschen abgegradet. Ching, ching. Dann geht das ein bisschen fixer mit den Fliesen hier. So. Ratzi fatzi geht das jetzt hier. Finde ich irgendwie cool, muss ich sagen. Finde ich echt geil gemacht. Dass das so fix geht jetzt. So richtig Speed so. Ching, ching. Bin mal gespannt, wenn wir jetzt noch einen höher gehen. Wie es dann abgeht, ey. Heilige Julia. So, okay. Wir haben jetzt die Wandfliesen fertig. Jetzt sollten eigentlich alles fertig sein, aber wir haben noch Fliesen über. Deswegen denke ich mal, machen wir ja auch noch hier rein. Weil, warum nicht? Wir haben ja zu viele. Daher kümmere mich auch hier die Wände noch wegmachen. So, ich habe noch hier 1, 2, 3. Ja, sollte reichen, denke ich mal. Hoffen wir es mal. 1, 2. Ah, fast ist Sagtomor. Schade. Ich dachte, wir würden es noch hinbekommen, aber leider nicht. Gut, da können wir rechts verkaufen. So, und dann wollte er Bodenfliesen grau haben. Grau. Das wäre hier das ja. Okay, gucken wir mal. Einmal klick. Und dann bis hier hinten hin. Flupp. Wie? Keramikfliesen. Oh, das sind die falschen. Verdammt. Och, nö, oder? Das sind die richtigen. Sag mal, willst du mich jetzt veräppeln? Ordne sie die Bodenfliesen an. Keramikfliesen grau. Ja, ist doch. Okay, wir sollen ja Lavendel streichen. Dann machen wir das mal. Farbe. Lavendel. Reizvolles Lavendel. Die Farbe wollte er haben. Die passt sogar, finde ich, optisch sehr gut hier rein. Von daher, why not? Können wir machen. Wir sind ja auch hier relativ fix, wie man sieht. Ja. Also das ist ja eigentlich ein Klacks sein hier. Das hier schnell zurecht zu streichen. Machen wir ein Tier zu, damit wir was sehen hier. So. Flip und flip. So wird da was draus. Opa und hoppa. Komm, da müssen wir dran.
So kann man auch streichen, liebe Leute. Ob man den Schrank nicht wegzuräumen, ist auch nicht schlecht, oder? So, komm. Ja, wunderbar. Ist die Stelle auch erledigt? Fehlt denn hier noch was? Die Teile hier, die zählen auch jetzt, oder was? Ah, okay. Dann machen wir das auch mal ganz fix. Ja, kein Problem hier. Oh, nur neue Farbe. So. Farbe kriegt er natürlich, sehr klar. So. Wie fehlt mir jetzt noch? Ja gut, das passt jetzt auf jeden Fall. Zumindest von den Prozenten, von der Farbe zweifle ich erst. Ein bisschen machen wir dran, okay. Das sollte reichen. Ja, wunderbar, 100%. Sehr gut. Weg damit. Auf zum nächsten Laum. Machen wir hier noch was zu machen? Hier. Lege die Bodenfliesen, streiche die Zimmer. Okay. Dann nehmen wir dieses Orange, würde ich sagen. Das müsste ja der Ton hier sein. Ja. Oder? Oh, ist ein anderes Orange. Ich habe gerade bemerkt, dass es falsch war. Das heißt, streiche die Zimmer und nicht streiche das Zimmer. Naja, fällt bestimmt nicht auf. Ich hätte mich keine Aufgaben. Ja. Naja, das fällt nicht auf. Ist nur ein anderer Farbton. Wird schon nicht auffallen. Okay, gucken wir mal hier. Das ist ja soweit fertig alles dann, oder? Jo, das ist 100% auf jeden Fall. Das sind keine 100%, warum auch immer. Gucken wir nochmal nach. Keram, da muss doch irgendwas. Was macht man da falsch? Boden fließen. Die müsste man, glaube ich, holen. Keramikfliesen grau. Ja, die müsste man nehmen. Da lag's. Oder? Gucken. Ah. Okay. Wäre der Raum abgeschlossen, oder? Jupp. Sehr schön. Sehr gut. Aber ein bisschen Verluste gemacht halt. Hier sind auch keine Aufgaben. Okay. Und hier. Streichen. Okay, himmlisches Blau wollt ihr haben. Okay, bekommt ihr Blau. Himmlisches Blau. Muss man sogar noch darauf achten. Aber wir haben umsonst gestrichen, eure Bude. Also, ich werde euch nicht. Okay, das Zimmer wäre dann auch soweit erledigt. Wunderschön. Ich bin übrigens am Überlegen, ob wir nicht so ein Vorher-Nachher machen sollen. Also ein klassisches Strehe so das Bild und dann kommt so ein Zaubermusik Ling, und dann sieht man halt die Veränderung. Vielleicht wollt ihr das haben? Ich weiß es nicht. War so eine Überlegung. Was müssen wir hier machen? Schläfriges Blau. Damit das Kind auch gut schlafen kann, ne? Scheinbar zumindest. Schläfriges Blau, bitteschön. Dankeschön. So, einmal Pinsel auspacken. Und dann wären wir mit dem Auftrag eigentlich so weit durch. Haben auch gut Geld verdient dafür. Und dann werden wir auch das Büro machen. Dass wir da umziehen. Das machen wir auch noch heute. Jo. Ich denke mal, das wird auf jeden Fall reichen an Aufnahmezeit. Denke ich mir mal. Und der letzte Pinselstrich. Wunderbar, 100% erreicht. Nice. Gott sei Dank. Haben sie immer noch zufrieden, wenn sie ihre Küche sehen? Egal, nicht mein Problem. Danke für die Kohle. So sieht unsere Bude zum Glück nicht mehr aus. Da bin ich echt froh drum. Die Kettensäge da im Hintergrund. Ich frage mich immer noch, warum die Kettensäge da war. Was die überhaupt zu suchen hat dort. Na, das werden wir, glaube ich, niemals erfahren. Warum die da ist. Gut, dann reisen wir gerade mal schnell zu dem Alter. Wie viel haben wir denn jetzt bekommen an E-Mails? Oh Gott.
Machen wir gleich. Wir ziehen erstmal ins Büro, würde ich sagen. Zum Verkauf. Im Besitz. Kann man es nicht irgendwie verkaufen? Ich verstehe es noch nicht. Vielleicht muss man erstmal das holen und dann kann man erst verkaufen. Ich weiß es irgendwie nicht. Ich finde es irgendwie sehr merkwürdig. Dankeschön für die lange Ladezeit, liebe Spiel. Okay, dann würde ich mal sagen, wo ist denn hier der PC überhaupt? Tab. Käufer, war das hier? Kann man das vielleicht irgendwie verkaufen an denen? Sehr seltsam. Büro versetzen. Mach's mal so. Du hast gerade ein neues Büro ausgewählt. Ab nun wird das dein neues Büro sein. Es reicht aus, wenn du den Platz wählst, wo dein Laptop stehen sollte. Sollen das alte Büro kannst du jederzeit wechseln. Okay. Ah, sehr schön. So, dann schieben wir das Ding mal ein bisschen weiter rüber. Oh, ungefähr hier hin. Dann kann man das nämlich ein bisschen weiter rüber schieben noch. Komm. Ich möchte das nämlich gerne. Dankeschön. So. Was haben wir denn hier noch für E-Mails, bitte? Badezimmer und Werkstatt, Hausrenovierung, Bunker zum Wohnen. Alter, da gibt es auch einiges zu machen noch in der nächsten Folge. Dann würde ich mal sagen, vielen, vielen, vielen Dank für das Zuschauen. Ansonsten, wenn es euch soweit gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da oder ein Abo und ein Like. Ich würde mich super darüber freuen. Man sieht sich, man hört sich, man schreibt sich. Bis zur nächsten Folge, euer Trixi.